Ich möchte etwas Schönes hören, zum Beispiel, ne, das sind die anderen Sinne, aber der Affengeist selber auch. Er möchte etwas Schönes lesen, ne? Schönes Denken. Deswegen, ich habe gesagt, man kann anstatt Praxis anzufangen, also das wirklich das Sitzen, ne, halbe Stunde, dann liest man, ne, interessant. Das gibt da hübschere Übersetzungen von Lao Tse, Tao Te King. Da in der Richtung gehört, also da ist diese Variante gut, weil das ist ein Historiker, der hat den Zhuang Zi übersetzt. Das lässt sich lesen, aber da steht dann auch, kann man ein bisschen gucken, wenn man halt merkt, so, da stimmt doch irgendwie jetzt was nicht, dann kann man gucken, ah, siehst du, haben die Konfuzianisten sich reingemogelt und so in die Urtexte und haben dann versucht, das umzudeuten. Dann merkt man, das holpert und hakelt. Aber das ist dann hier von einem Historiker auch angegeben. Das Buch der Spontaneität, den fand ich gut in Bezug auf Buddhismus, Dhammapada, übersetzt von Thich Nhat Hanh. Ja. Ist auch, also es ist für die Zentralschriften des Buddhismus, im Mahayana-Buddhismus, andere Geschichte gelten diese Zentralschriften als minderwertig. Die sind halt, also ich habe die alle durchgelesen, weil ich das wissen wollte und ich habe da eigentlich auch den Buddha kennengelernt, ja, also so aus historischer Sicht. Aber das hier, dünnes Heftchen, hat man schnell durchgelesen, viel Weisheit komprimiert und dann kann man halt, ne, andauernd irgendwas und noch mehr, ne, die Texte sind hübsch und das hier, ne, da habe ich eben nur aus dem Regal gegriffen, weil, ne, das Kultivieren des leeren Feldes, ne, ist ein guter Sinnbild für das, was wir hier machen. Also man kann endlos lesen, ist auch hübsch. Ja? Aber irgendwann müsst ihr halt dazu kommen, ihr müsst gar nichts. Wenn ihr sagt, das ist überhaupt nichts für mich, passt in meinen Willig nicht, ist das so. Aber falls ihr eine Praxis anfangt, dann haltet euch nicht mit dem ganzen Philosophiekram unbedingt so lange auf. Fangt dann auch wirklich an, weil das alles, was man hier dann runter beten kann. Also ich habe manchmal auf der Wiese, ich mache das ja. Zen-Qigong, ein wenig Tai Chi, Ki-Yoga auf der Wiese ehrenamtlich. Zweimal in der Woche. Ein bisschen häufiger, weil ich das für mich auch mache, aber das sind die Angebote zweimal die Woche. Und da tauchen manchmal Leute auf, die können das alles runterbeten. Ja, das ist alles theoretisch alles wiedergeben. Habe ich verstanden. Und wenn man die dann fragt, die sitzen nicht. Die haben gar keine eigene Meditationspraxis. Das macht wenig Sinn. Weil das erschließt sich erst im stillen Sitzen. Ich habe das schon in einem vorhergehenden Nicht-Einführungstalk gesagt. Es ist so eine Art Gesamtwahrnehmung. Nicht nur der denkende Geist, die Gefühle gehören damit zu. Und sich darüber klar zu werden, wie das miteinander zusammenhängt, ist ungeheuer wichtig. Wir sitzen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Achtet mal darauf, was in euch los ist. Nur 2, 3 Minuten. Ja. Ja auch vorher den Körper freundlich zur Ruhe kommen lassen mit so einem Bodyscan. Körperreise, um festzustellen, ist alles okay, sind die Füße in Ordnung, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Hüfte. Kann ich frei atmen? Ist der ganze Rumpf in Ordnung? Fühlt er sich gut an? Die Schultern locker, Arme locker, Hände locker. Richtet
richtet sich der Kopf von selber aus, nach oben. Und lächeln die Augen ein wenig. Wie ist meine Stimmung? Das innere Wetter? Darin wird man langsam besser. Selbsterkenntnis. Einfach Körper und Geist von selber zur Ruhe kommen lassen, bis so ein inneres Lächeln entsteht. Jede Regung in euch, körperlich und geistig. Und darum dann auch keine Unterhaltung, also kein Gong. Keine weiteren Anleitungen, sondern immer wieder auf Körper und Geist zurückkommen mit der Aufmerksamkeit. Also für diese endlose Nicht-Einführung ist das auch noch nicht ausreichend, aber zum Schluss einer eigentlich längeren Meditation im stillen Sitzen nimmt man sich dann nochmal eine kleine Pause, in kurz 3 Atemzüge Zeit, um zu reflektieren, wie war diese Session, diese Sitzung, ohne einen inneren Monolog, also ohne da irgendwelche Urteile drüber zu fällen, sondern einfach aufmerksam quasi zu horchen. Auch hier, ich sage das auf der Wiese für die Bewegung immer, aber auch hier lernt man enorm viel. In dieser 3-Atemzug-Pause für seine eigene Praxis. Nehmt irgendeine Art von Timer, von Zeitmesser, weil die Auseinandersetzung mit der selbst vorgenommenen Zeit ist auch enorm lehrreich. Für eine Einführung für heute, gerade für heute, soll es das schon gewesen sein. Also nochmal rekapitulieren, ich möchte etwas Schönes denken, ist nett. Kann man durchlesen, aber auch aus der, also das waren ja jetzt eher, was war das? Das ist
Chinesisch-Daoismus, das ist, obwohl es Thich Nhat Hanh übersetzt hat, ist das eigentlich, also die Zentralschriften werden verwaltet von den Theravada-Mönchen, ist aber auch in Mahayana-Bibliotheken vorhanden und also die großen Meister, die sind dann immer, also die japanischen Meister, die sind dann eben in die chinesischen Klöster und haben da die Urschriften gelesen. Und man merkt das dann auch, wenn man deren Schriften liest, dass das dann quasi reflektiert von denen da auftaucht. Aber man kann viel aus der heutigen Psychologie auch mitnehmen. Da ist viel gelaufen, weil da viel Geld durch die für die Robotik quasi gelaufen ist. Also zu gucken, wie funktioniert das bei biologischen Lebewesen, auch Menschen, also da Forschungsgelder, um das dann zu übersetzen. Und neue Verfahren der Bildgebung, man kann genauer gucken, man kann besser Zusammenhänge darstellen. Also da ist viel in den letzten 10 Jahren gelaufen, auch wissenschaftlich. Also deswegen lohnt sich auch für Fachleute, nochmal zu gucken, was in ihrem oder halt in ihrem Fachbereich nahen Gebiet an neuen Erkenntnissen da ist. Die sind sehr grundlegend, ne? Und lohnt sich. Aber das ist der Geist, ne? Der will happy, etwas Schönes denken. Ist toll, aber eben auch dazu eine Distanz zu entwickeln und so schnell wie möglich eine eigene Praxis anzufangen. Danke für diese Session.